Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist für viele von uns schmerzlich. Für mich ist sie zweifellos schmerzlich. Für viele von Ihnen, für viele Menschen ist sie eine Zumutung. Wir verdrängen den Tod lieber, als ihn uns vor Augen zu führen. Und das ist menschlich. Aber das ist wohl auch der wesentliche Grund, warum zwar über 80% der Menschen im Land einer Organspende positiv gegenüberstehen und sogar über 90% bis zu 98% würden im Zweifelsfall eine Organspende annehmen, aber nur ein gutes Drittel unserer Bevölkerung hat sich aktiv für einen Organspendeausweis entschieden und deutlich weniger sind dann im Ernstfall als Organspender erkennbar. Und weil das so ist, und das kann man Ihnen von der Entscheidungslösung nicht ersparen, weil das so ist, sterben jährlich mehr als 1.000 Menschen in Deutschland, deren Leben durch eine Organspende hätte gerettet werden können. Ganz zu schweigen von tausenden Schwerstkranken, die ohne optimale Therapie bleiben, deren Lebensqualität massiv beeinträchtigt ist. Und deshalb müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, tun wir in dem jetzigen System einer Entscheidungslösung, die gibt es ja schon heute, wirklich genug? Oder sollten und müssen wir nicht den Schritt wagen, es jedem und jeder zuzumuten, sich mit der Organspende nach dem Tod auseinanderzusetzen? Ich meine ja, denn alle haben im Notfall ja auch den Anspruch auf ein lebensrettendes Spenderorgan. Ist es für rund 70 Millionen Menschen im Alter, im Land, die 17 Jahre oder älter sind, unzumutbar, nach dreimaliger Information aufgefordert zu werden, eine Entscheidung für oder gegen die Organspende zu treffen? Ich meine nein, denn es kann in einer Solidargemeinschaft zugemutet werden, eine Entscheidung zu treffen, die das Leben und Überleben von Tausenden betreffen kann. Und ich meine, wir brauchen auch deshalb Klarheit über die Entscheidung des Einzelnen, weil aktuell über 40% der Ablehnungen einer Transplantation allein auf Entscheidungen von Angehörigen beruhen. Gerade dann, wenn Angehörige den Willen des Verstorbenen oft nicht kennen, lehnen sie oft intuitiv ab. Und wir bürden ihnen damit eine enorme Last auf. Diesen Zustand sollten wir beenden. Jetzt komme ich zur Frage der Evidenz. Da muss ich sagen, bin ich aufgewühlt. Weil ich finde, es ist eine Werteentscheidung, die man in die eine oder andere Richtung treffen kann. Und ich habe hohen Respekt vor beiden Meinungen hier im Haus. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass in allen Staaten mit Widerspruchslösungen es im Verhältnis zur Bevölkerung mehr realisierte Organspenden gibt als bei uns. Der Hirntod wurde angeführt. Österreich ist unser Nachbarland, nicht Spanien. In Österreich ist die Anzahl der Organspenden doppelt so hoch als bei uns. Kulturell nahestehend, ähnliches System, doppelt so hohe Organspende. Es gibt aktuell eine Metastudie, World Journal of Surgery, Meta-Analyse weltweit. 21-76% ist der globale Anstieg nach Einführung der Widerspruchslösung der Organspenden. Es gibt einen Zusammenhang und einfach zu behaupten, es gebe keinen Zusammenhang, dafür braucht es schon ein gehöriges Maß Schuspe. Über 20 der aktuellen EU-Staaten machen von der Widerspruchslösung Gebrauch. Jüngst hat auch Großbritannien ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Weil in all diesen Ländern die Erkenntnis gereift ist, dass Aufklärungskampagnen und verbesserte Strukturen in den Krankenhäusern zwar notwendig sind, aber nicht hinreichend, um die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Weil die Entscheidung gereift ist, dass wir die Entscheidung den Menschen zumuten müssen. Denn wenn wir die Entscheidung nicht zumuten, müssen wir auch weiter bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Ich bin das nicht. Am 30. August 2019 habe ich im Klinikum Großhadern in München, das ist mein Wahlkreis, den kleinen Daniel und seine Mutter Diana besucht. Damals wartete der nur noch Einjährige seit 281 Tagen auf ein Spenderherz. Wir sind seitdem in Kontakt. Heute sind es 420 Tage, die er mit unglaublicher Unterstützung seiner Familie, der Ärzte, Pflegekräfte auf der Station in einem 2-Meter-Radius einer kühlschrankgroßen Herzunterstützungsmaschine lebt. Egal, wie die Entscheidung heute ausgeht, auf Daniels Schicksal wird sie keine Auswirkungen mehr haben. Hoffentlich muss er und seine Familie nicht mehr so lange auf eine Transplantation warten. Ich weiß, dass wir alle das gemeinsam wollen. Aber lassen Sie uns heute eine Entscheidung treffen, die dem ein Ende bereitet, dass Millionen Menschen Entscheidungen vermeiden, die Leben retten können. Ich danke Ihnen.